Na, jetzt gibt es eine kleine Überraschung, weil viele von euch hatten oft gefragt, ob ich dieses Format kommentieren werde. Und die Antwort war immer, nein, das ist von ProSieben, die erlauben mir es nicht. Und nun, ganz kurzfristig, als wundervolle Überraschung, haben sie es mir erlaubt, es ist möglich gemacht worden und deswegen freuen wir uns alle auf die erste Folge von Das große Promi-Büßen. Ja, wer das große Promi-Büßen nicht kennt, das ist eine Sendung von ProSieben und Joyn, wo sie die wirklich allerschlimmsten Trash-TV-Kandidaten zusammengefärscht haben, um sie büßen zu lassen. Sie werden mit ihren schlimmsten Sachen konfrontiert, die sie im TV gemacht haben. Olivia Jones zählt still und ruhig auf, was sie alles versemmelt haben, und wir dürfen dabei zugucken, während sie auch noch miteinander zusammenleben müssen, was natürlich sehr problematisch sein kann, weil das sind alles sehr anstrengende Leute und sie Challenges spielen müssen, die für mich keinen Sinn ergeben. Aber gut, das ist das Format und ich glaube, wir freuen uns alle drauf. Wer sich die ganze Folge natürlich reinziehen will, kann es gerne machen. Den Link zu Joyn findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten könnt ihr gerne diesen Kanal hier abonnieren. Wir haben gemeinsam Spaß und schauen direkt mal rein. Der Büßerberg. Der beste Ort für die Reinigung begangener Sünden unserer Reality-Promis. Viel haben sie nicht, unsere Promis. Auf zwei Dinge ist bei uns Verlass. Unsere Toiletten zum Selbstentleeren und die bis zu 50.000 Euro Preisgeld für... Oh, sie können auch noch bis zu 50.000 Euro gewinnen. Pff, die kriegen nicht nur eine Gage, sondern können auch noch was gewinnen. Ja, das ist zum Büßen ja richtig schön. Und ja, das ist auch ungefähr das, wo sie leben werden. Es ist so, ich weiß nicht, eine Baugrube, viel Spaß dort, ne? Fuck. Wir können natürlich aber auch schon erahnen, dort werden die Kandidaten nicht unbedingt den Luxus schwelgen und deswegen müssen sich noch manche Luxusgüter erspielen. Das Prinzip ist ganz einfach. Wer einen Gegenstand haben will, muss sich dafür aus 70 Meter Höhe in die Tiefe stürzen. Und ich würde mir direkt irgendwas Sinnloses nehmen und sagen, Leute, ich kann das nicht, weil so ein Sprung... Da wäre ich ja raus. Hätte man sich auch denken können, ne? Mein Name ist Dani Büchner, ich bin 45 Jahre alt. Eigentlich für immer 35, aber gut, wir wollen ja ehrlich sein. Da fängt es ja schon mal an mit Büßen. Ja, weil wenn man die ganze Zeit lügt, kommt man auch nicht gut weiter im Leben. Obwohl manche davon definitiv schon. Man soll ehrlich sein. Aber warum immer mit dem Alter lügen, Leute? Steht doch dazu, Dani Büchner, 45. Und sie war, glaube ich, die Schreckschraube aus dem Dschungelcamp, ne? Wenn ich ehrlich bin, weiß ich jetzt nicht genau, was er mir vorwirft. Aber wenn ich... richtig, richtig ehrlich bin, würde ich sagen, dass ich wirklich sehr eine Zicke bin, mich oft im Ton vergriffen habe. Und dann doch irgendwie schon weiß, warum ich hier bin. Wäre auch super weird, wenn die sagen, hey, willst du meinem großen Promi-Büßen mitmachen? Und ich so, nein, ich bin eigentlich voll der nette Mensch, was soll das? Ich glaube schon, man sollte auf Betten schlafen, wir können ja nicht auf dem Boden schlafen, oder? Ist das ein Zeltlager? Keine Ahnung. Und da sieht man wieder, da ist jemand dabei, der sich so vollkommen gar nicht auf diese Sendung vorbereitet hat. Wie sieht es dort aus? Weiß ich das? Keine Ahnung. Ich nehme jetzt aber mal die Betten. Mein Name ist Stefan Jäkel, ich lebe auf Mallorca. Mich kennt man von Gruppe Deutschland überwiegend, Sommerhaus der Stars, Kampf der Reality Stars. Sexismus-Skandal. Ach ja, an den erinnere ich mich. Bei Kampf der Reality Stars und im Sommerhaus der Stars war er jeweils hier so ein bisschen, ja, sexistisch unterwegs, mega der Macho und hat sehr erniedrigende Sprüche auch dauernd gemacht, ohne, glaube ich, selber zu raffen, was das Problem ist. Also er hat das leider nicht mal aus Boshaftigkeit gesagt, sondern eher aus Uninformiertheit und Dummheit. Ja, aber jetzt ist er auch da. Heutzutage, finde ich, wird das eh immer extremer gerade. Im Moment ist es wirklich so irgendwie, teilweise kommt mir es vor wie eine männerfeindliche Welt geworden. Ach Gott, und wenn ich sowas schon wieder höre, na, da kriege ich auch das kalte Kotzen. Wenn wir in einer Welt leben, die ganze Zeit von den Männern dominiert wird und es langsam dazu kommt, dass denen gesagt wird, hey, nicht alles, was ihr macht, ist perfekt, ist es nicht automatisch eine männerfeindliche Welt. So läuft das leider nicht. Also wenn du langsam merkst, dass du nicht mehr alles tun kannst, was du möchtest, bedeutet es nicht, dass es plötzlich scheiße ist. Perfekt, Alter, das ist aufgeklärt. Steff und Dani hatten eine gemeinsame Geschäftsidee, die scheiterte. Oh no, und das bedeutet, die beiden mögen sich schon direkt nicht mehr. Ja, das ist natürlich das Problem. Wenn du der problematische Trash-TV-Promi bist, die haben ja sowieso nicht so viele Freunde und müssen dann mit den anderen Trash-TV-Promis immer abhängen, die auch problematisch sind. Nur, naja, sie sind ja alle irgendwie problematisch und werden dann keine Freunde. Funkstille. Und ich liebe es ein bisschen, wie die da so rumstehen. Ja, wir ignorieren uns jetzt. Wir sind nämlich keine Freunde. Mensch, kannst du dann bitte weitergehen? Wäre schön. Guten Tag, Frau Büchner. Guten Tag, so sieht man sich wieder. Guten Tag, das tut gar nicht weh. Das tut wirklich nicht weh. Nee, wenn man sich entschuldigt, tut das auch nicht weh. Du, das tut wirklich nicht weh. Sollst du mal versuchen. Das stimmt. Oh mein Gott, und sie möchte ihn dann sich begrüßen. Und er sagt, es tut nicht weh, uns zu begrüßen, aber zieh doch dann einfach die Hand zurück. Also man muss die trotzdem ja nicht die Hand geben und handschütteln und Leute, die da so einen großen Wert drauf legen. Chill doch bitte, das ist nicht notwendig, gerade wenn ihr euch hasst. Anstand. Ja, aber du? Sich zu entschuldigen tut auch nicht weh. Ja, dann habe ich sie. Du solltest dich entschuldigen, wenn überhaupt einer. Genau. Ne? Okay. So, das war mein letzter Versuch. Okay. Ja. Arroganter Vogel. Okay.
Und ich finde, Danny Büchner hat das richtig gut weg, okay, ne? Okay. Alle Zahnbürsten. Überlegt jetzt, welche Annehmlichkeit euch wichtiger ist. Denn ihr könnt nur um eine der beiden Annehmlichkeiten spielen. Oh mein Gott, wie gemein ist das denn? Die nehmen natürlich jetzt die wichtigsten und davon kriegen sie auch nur eins? Oh no, auch ohne Betten schlafen ist ja richtig hart abfuck. Aber keine Zahnbürste für, keine Ahnung, 2 Wochen? Na, das ist ja auch irgendwie, also sie haben doch schon mehr als nur unhygienisch, das ist ja schon. Das können wir ja nicht wegnehmen. Steph, entscheidet ihr euch für alle Zahnbürsten, musst du springen. Jetzt fairerweise muss ich sagen, tut's mir ein bisschen leid, weil Zahnbürsten sind doch wichtiger als Scheißbetten. Ja, und warum hast du dann die Zahnbürsten nicht direkt genommen, wenn du die am wichtigsten findest? Das ist ja jetzt auch ein bisschen seltsam. Aber sie opfert sich nicht fürs Team. Hier war das für mich politisch. Oh, fuck. Wie fuck? Oh ja, fuck. Ach. Oh mein Gott, und ich hoffe, die haben das definitiv im Sommer gedreht, weil das ist ja, also das ist der Außenbereich und der einzige Innenbereich ist so ein kleines überdachtes Garagending, wo die dann wahrscheinlich später Betten reinstellen könnten. Ach nee, ja jetzt nicht mehr. Dani hat ja es mit den Betten sein gelassen. Toll, toll, toller Ort, toll zum Leben, toll. Welcome. Hui, adios Leute. Oh, hoi. Oh mein Gott. Hoi. Und ich liebe einfach den Unterschied, wie sie ins Camp einziehen. Die so, ach, das sieht ja jetzt hier gar nicht so schön aus. Und er muss da runterspringen für Zahnbürsten. Aber immerhin hat er es gemacht und sie kriegen Zahnbürsten. Geht's, oder? Ich kam mir vor wie ein Sack Zement, der da runterklatscht. Wenigstens gutes Wetter. Ja Mensch, immerhin. Und der Smalltalk stand auch bereit. Oh nein, ich hoffe, es kommen ganz schnell neue Leute dazu, weil das, also dieses Anschweigen und dann so einen halben Satz sagen, oh, unangenehm. Her mit dem nächsten schwarzen Schaf. Der Teufel trägt Prada. Oh mein Gott, nein, doch nicht Psycho, Mike. Ich finde, das ist, glaube ich, einer der schlimmsten im Trash-TV überhaupt. Weil vor allem in jedem Format, wo er war, war er ja einfach nur absolut grausam. Und jetzt ist er hier. Also er gehört ja voll rein. Aber bitte eigentlich nicht, warum ist er im TV? Geh weg! Mein Name ist Mike Sies, man kennt mich aus Sommerhaus der Stars 2021. Ein Schandfleck in einer sehr guten Laufbahn. Warum lügt er denn bitte sofort? In welcher Welt hatte der jemals eine gute Laufbahn? Es war immer alles schrecklich mit ihm. Also was soll das? Warum die Lüge? Nachdem ich wirklich sehr, sehr hart an mir gearbeitet habe und ich finde, in meinen Augen resozialisiert bin. Sollten nicht die anderen das empfinden, dass du resozialisiert bist? Weil das ist doch der ganze Sinn davon. Ja, aber immerhin er. Er hat es jetzt für sich entschieden. Leute, ich bin wieder ein guter Mensch. Das ist jetzt so. Das müsst ihr bitte alle akzeptieren. Klar. Du kannst ja nicht irgendwie wochenlang in den gleichen Klamotten rumlaufen, sondern hätte ich ein anderes Outfit genommen. Oh, die nächste. Rausgeputzt zum Büßen. Oh mein Gott, Krawall Gloria kommt auch. Oh, das würde ich eigentlich, glaube ich, gerne sehen, wie Mike und Gloria sich anschreien. Ne? Die können das, glaube ich, ganz gut. Das wäre wieder funny. Und das ist eigentlich auch das Gute an diesem Format, weil wir die ganzen schlechten Promis zusammen haben. Die können sich alle gegenseitig auch ein bisschen Paroli bieten. Auch wenn es sehr schlimm zum Ansehen ist, aber sie können wenigstens, sie sind nicht immer alles Opfer, sie sind sondern alle Täter. Und das passiert, wenn man dann Täter aufeinander schmeißt. Ich bin beim Promi-Büßen, weil ich bei Temptation Island ein bisschen ausgerastet bin, nett gesagt. Bei Prominent getrennt auch. Und ich finde es immer wieder unangenehm, wie Gloria das so amüsant darstellt. Ja, ich bin da ausgerastet. Ja, und da auch. Das passiert mir dauernd, ich raste halt immer aus. Warum grinst man dabei so? Zuschauer haben leider das Bild von mir, dass ich die absolut größte Furie bin. Hausdrache, toxisch, narzisstisch. Und eventuell, wenn man solche schlechten Erfahrungen im TV gemacht hat, sollte man doch meinen, oh mein Gott, die ganze Öffentlichkeit denkt sowas von mir, ich sollte es sein lassen, weil es wird doch immer nur noch schlimmer. Und die so, oder ich gehe noch mal ins Fernsehen. Er hat den Koffer genommen, ne? Wir hatten Zahnbürste und Betten. Aber er ist gesprungen, da weißt du, was wir haben. Zahnbürsten. Keine Betten. Bis jetzt nicht. Dann die Bücher, die beste Erklärung. Wir hatten Zahnbürsten und Betten erst gesprungen, dann weißt du ja, was wir genommen haben. Hä? Sie weiß ja nicht, wer was hatte. Hat sie zum Glück auch noch gecheckt mitten in der Erzählung, hat es so ein bisschen überspielt, aber es ist uns aufgefallen. Wie nett, dass er winkt, obwohl er mal gesagt hat, so euch wünsche ich kein Kind zusammen. Wirklich wahr. Also das hat ganz viel mit meiner Frau gemacht auch. Was genau hat es denn mit deiner Frau gemacht? War es für sie ein Weckruf? Hat sie verstanden, dass man das nicht tun sollte? Vielleicht ja. Und das war dann für Mike ein Schock. Oh nein. Und los, komm. Fickt euch!
Und es sah irgendwie aus wie so eine Marionette, die sich an den ganzen Fäden irgendwie verheddert hat und so komisch hin und her schwingt. Aber gut, Mike hat dafür gesorgt, dass die Koffer jetzt dabei sind und das finde ich ein bisschen schade. Weil ich hätte gerne gesehen, wie er jetzt wochenlang in diesem scheiß Anzug rumlaufen würde, der immer weiter kaputt geht, zerreißt, vollgedreckt wird. Das wäre so funny gewesen, aber naja. Ich kann das nicht so einfach vergessen. Es fühlt sich so an, wie wenn dir jemand ein komplettes Messer in dein Gefühl, nicht nur in dein Herz, in dein Gefühl, in deine Familie treibt. Lieber KDS. Wir fangen bei Null an, ne? Du, ja, ich war im ersten Moment, wo ich dich... Komm, lass uns bei Null anfangen. Das ging jetzt aber auch super schnell. Ich kann es nicht vergessen. Es ist wie ein Messer ins Herz, Gefühle, Familie, in mein gesamtes Leben. Ey, wir fangen bei Null an, was soll's. Also es waren, wie lange war jetzt dieses Nicht-Vergessen? 5 Sekunden? Wow, Mike steht zu seinem Wort. Wenn man irgendwas sagt, ist ja nicht immer, dass man es einhält, weißt du? Ja. Dann können wir ja weitermachen mit dem Konfirmationsanzug hier. Mein Name ist Erik Sindermann, auch bekannt als Dr. Sinsen. Oh Gott, der Typ, der immer Modezar sein möchte und als einziges seine Kollektion trägt. Yay, er ist auch dabei. Zuschauer haben eigentlich in den letzten 2 Jahren kein so gutes Bild von mir, weil viele Leute können mich nicht leiden. Ich weiß, dass ich polarisiere. Kurze Frage, polarisiert ihr wirklich? Weil in meiner Vorstellung ist Polarisieren immer, es finden dich entweder voll viele super geil oder voll viele super scheiße. Aber die meisten von denen finden ja voll viele super scheiße oder haben keine Meinung zu denen, weil sie die nicht kennen. Also es gibt ja, also das ist ja nicht, dass es da 2 Seiten gibt, oder? Oder? Gott, und ist das nicht Jürgen Trovato, dieser Detektiv von RTL? Was ist aus den Kindheitshelden passiert? Was macht der denn da? Was hat er denn Schlimmes verbrochen? Was andere Menschen über mich denken, ist mir im Grunde genommen egal. Weil ich bin ich, ich gebe mich so, wie ich bin und verändere mich auch für niemanden. Ja, warum denn sich selbst auch ein bisschen verbessern, ne? Ist ja auch immer Quatsch. TV-Detektiv Trovato blamiert sich mit homophoben Sprüchen. Warte, deswegen ist er jetzt da. Also nicht, dass ich das absolut natürlich nicht schlimm finde. Ich finde es schon schlimm. Aber im Gegensatz zu vielen anderen Sachen, naja, vor allem was unserer Gesellschaft abgeht, naja, müsste man halt Deutschland da reinschicken, wenn es um sowas geht. Erik, entscheidet ihr euch für Klopapier, musst du springen. Jürgen, entscheidet ihr euch für Frühstück, musst du springen. Oh mein Gott, und Erik, der ja irgendeinen komischen Klofetisch hat, denkt sich so, nein, scheiß aufs Frühstück, ich springe jetzt. Der Detektiv nimmt die anderen erstmal unter die Lupe, während Erik angestrengt seine Tränen sucht. Großes Kino. Oh, er hat riesige Angst vor der Höhe jetzt. Hat er es auch beim Sommerhaus? Weiß ich gar nicht mehr. Ich glaube eigentlich nicht. Also, ihr könnt Sindermann für einen peinlichen Idioten halten, aber der peinliche Idiot hat Eier in der Hose. Also, let's go. Und ich liebe es, wie die Crew da steht. Alles klar, Prinzessin. Wissen wir Bescheid. Kannst du jetzt bitte springen, dann sind wir dich los. Wäre schön. Ich heul gleich. Leute, ich kann es euch wirklich sagen, hier musst du wirklich büßen. Ich weiß zwar bis jetzt noch nicht, warum ich hier bin, weil ich glaube, ich bin der erste Promi in der Geschichte von Promi Büßen, der eigentlich unschuldig hier ist. Ja, natürlich. Seid ja immer alle unschuldig da und denkt trotzdem so, ab in dieses Format. Wir sind dann natürlich gespannt, was Erik dann alles präsentiert. Obwohl, eigentlich, wenn ich ganz drüber nachdenke, also er hat seine Freundin bis im Sommerhaus verarscht und er hat sie da reingezerrt und hat sich dann komplett daneben benommen. Aber irgendwie, er ist einfach nur eine Lachnummer und ja irgendwie auch nicht komplett toxisch wie die anderen, oder? Ich würde übrigens eine Sache noch sagen. Ich weiß ja nicht genau, wie das jetzt mit dem Klo sauber machen ist, aber ich würde das freiwillig machen. Das ist kein Problem. Nee, hallo, was ist denn los? Was soll denn das? Und Erik so, ich mach das. Ich mach das wirklich. Das mache ich wirklich gern. Das mache ich wirklich gern, wenn ihr versteht. Alles klar, viel Spaß, Erik. Ich heiße Christine. Mich kennt man eventuell aus der 2. Staffel Are You The One oder aus der 2. Staffel Couple Challenge. Oh Gott, und sie ist auch da. Sie ist so eine, die rastet aus. Du sagst zu ihr Hallo und die so, wie hast du das gerade bitte betont? Ich raste jetzt aus. Gut, schön, dass Christine auch da ist. Bombe! Mein Name ist Yvonne Wölke, ich komme aus Berlin. Ich bin ausgebildete Schauspielerin. Oh. Und scheinbar hat sie das Hemd in der Nummer zu klein gekauft, weil es nicht mehr zugegangen ist. Das ist ja natürlich jetzt auch richtig doof. Wer war Yvonne Wölke allerdings nochmal? War das nicht die, die beim Dschungelcamp als Begleitung dabei war und mit Peter Klein irgendeinen Kram hatte, der Ex von der Katzenberger Mutter? Die Katzenberger Mutter, ihr wisst schon, die Mutter von der Katzenberger? Die sind Mensch, und das bedeutet, die haben sich die richtige A-Prominenz geholt. Das ein oder andere Foto hätte nicht stattfinden dürfen und vielleicht habe ich auch etwas provoziert. Oh wow, und sie gibt direkt im ersten Interview ein bisschen zu, dass sie es für Fake gemacht hat und ein bisschen für Fame. Geil, Yvonne, richtig gut, das ist ein guter Einstieg. Mega Leistung, richtig geil. Ey, geil, wie siehst du denn aus? Mega.
Juhu. Yvonne und ich kennen uns schon seit 13 Jahren. Mein Beileid für euch beide, glaube ich. Tatsächlich fällt mir auch gerade ein, Mike Zies wollte ja auch unbedingt berühmt werden und sich unbedingt immer ins Rampenlicht stellen. Und Yvonne ja auch. Das passt ja dann wieder ganz gut. Lass uns Freundinnen sein. Beste Freundinnen. Ah, nominis patri. Ich weiß nicht weiter. Oh Gott, das ist Leon Mascher. Er ist ein YouTuber, der war bei Kampf der Reality Stars. Mehr weiß ich nicht. Ich bin bekannt geworden auf YouTube durch meine Strip-Tutorials. Auch durch viel Scheiße labern. Bisschen Mucke hier, bisschen ein paar Pranks. Ein paar kriminelle Sachen. Ja, und damit kann man doch einfach angeben. Und das ist ein richtig gutes Vorbild für unsere Jugend, oder? Mensch, toll, dass du da bist. Ich bin Lisha und ich bin eigentlich YouTuberin. Man kennt mich aber auch aus dem Sommerhaus der Stars oder gut bei Deutschland. Oh mein Gott, wie hat sie denn das vorgetragen? Also hat sie richtig lang geübt, so, ich möchte gerade ganz unschuldig wirken. Hallo, ich bin die Lisha, kennt mich aus dem Sommerhaus. Ich war aber auch bei YouTube schon aktiv. Freut mich. Oh mein Gott, und die lieben sich auch. Und das ist irgendwie, wieso, wie kann das passieren? Aber ja, naja, ist halt so, ne? Mein Name ist Patrick Roman. Man kennt mich vom Bauer sucht Frau. Ich werde oft der Bauer genannt oder jetzt auch die Frau. Naja, so läuft es halt manchmal in der Karriere. Und tatsächlich ist er der 11. Kandidat, der angekommen ist und durfte von den verbliebenen Sachen, die übrig waren, sich eins aussuchen, um das er kämpfen möchte. Und das bedeutet, es gibt nochmal die Chance auf Betten. Du hast jetzt die Chance, für dich und die anderen eine dieser Annehmlichkeiten zu erspielen. Wähle weise. Und das bedeutet, es gibt kein Shampoo, Kissen, Besteck oder das vierte, was da gerade noch stand. Ach du Scheiße. Was ist das denn? Ach, gibt's hier Männer und Frauen? Ja. Männer und Frauen, ja. Ja, aber kannst ja nicht mal zumachen. Wieso gibt es da überhaupt Männer- und Frauentoiletten? Also, hä? Also, wofür? Das erschließt sich mir jetzt überhaupt nicht. Also, mein Gott, wirklich gar nicht. Nur Erbsensuppe und ein Stück Seife für alle. Das ist hart. Ey, warum haben wir aber eine Seife für hier 12 Mann? Für die Toilette? Oder vielleicht zum Saubermachen, weil ihr kein Shampoo habt und euch nicht nur mit Wasser sauber machen könnt. Was auch super unangenehm ist, mit so vielen Leuten sich eine Seife. Aber naja, viel Spaß mit der Erbsensuppe. Mm. Lecker, lecker. Jetzt, habe ich da noch nicht mal Essen gesehen, also es sollte ja wohl kommen noch. Langsam kriege ich auch Hunger. Genau. Die Konserven sind nur fürs Dosenwerfen. Das Catering kommt noch, klar. Wo ist denn der Löffel? Gecheckt. Wir haben kein Besteck, Mann! Bitte, und das haben die jetzt erst gecheckt? Also, Lisha hatte Besteck in der Hand und Leon Mascher hatte den Spiegel in der Hand. Und Lisha so, was brauchen wir Besteck? Nimm den Spiegel. Und Leon so, yes! Und das haben die jetzt erst gecheckt, dass sie Besteck zum Essen brauchen? Wow. Ey, was ist da? Ananas drin? Erbsen ist das. Aber das. Ananas! Erbsen, Kartoffeln. Boah, die Suppe, ich. Oh Mann, ich bin ja sowieso so nörgelig. Nee, ich hasse Erbsen, deswegen muss ich echt wenig. Ich kann das nicht. Ja, und das bedeutet doch direkt, es bleibt mehr für die anderen da. Das ist richtig großzügig von dir, Dani. Mensch, richtig toll. Aber jetzt stell dich mal bitte ganz kurz vor, wie geil es gewesen wäre. Die hätten eine Erbsensuppe gemacht mit Ananasstücken drin statt Kartoffeln. Ich hätte es gefeiert und geliebt. Aber nein, so gemein sind sie nicht. Das sind die Regeln beim großen Promi-Büßen. Was? Regeln. Rassistische. Sexistische. Faschistische sowie homophobe Äußerungen und Handlungen sind zu unterlassen. Ist das nicht ein bisschen traurig, dass sie das extra sagen müssen, dass das die Regeln sind, dass das nicht selbstverständlich ist? Und ist es nicht auch noch mal ein bisschen trauriger, dass wir alle wissen, dass die Kandidaten sich nicht unbedingt dran halten werden und es keine Konsequenzen haben wird? Oh, ich weiß nicht, was genau trauriger ist. Homophobe Handlungen sind verboten, gell? Mein Arsch bleibt Jungfrau, Leon. Passt. Homophobe Handlungen, da habe ich tatsächlich, weiß ich, vielleicht nähere ich mich noch einem an. Oh mein Gott, und ich liebe es, wie Patrick nicht weiß, was homophob bedeutet. Gott, homophobe Handlungen bedeutet nicht, dass du mit einem Mann schläfst, Patrick. Oh Gott. Oh, ja, toll. Haben verstanden, oder? Nicht mehr sexistisch. In welche Richtung? Sexistisch, ja, ist das groß. Hast du aber recht. Ja. Das ist weit gebreitet. Ja. Das ist weit gebreitet. Ich liebe es, wenn sie schlaue Sachen sagen wollen und dann sowas dabei rauskommt. Oh, ich liebe diese Sendung. Nee, ich bin angehende Pädagogin und ich habe auch 7 Jahre in der Kinder- und Jugendhilfe gearbeitet. Hast du nur mit Kindern zu tun, ne?
mit Schwärzibern jugendlich. Also so genauso wie ich. Ein bisschen jünger. Ich bin ein Vorbild für die Jugend heutzutage, weil ich halt in dieser Kinder- und Jugendhilfe so viele Jahre schon arbeite. Oder oh mein Gott, und da frage ich mich immer noch, welcher Arbeitgeber lässt diese Person auf Kinder und Jugendliche los? Ich meine, sie ordnen sich da wahrscheinlich gut ein und die sind alle so, oh mein Gott, du bist genau wie wir, yes. Aber irgendwie, ich weiß nicht ganz genau. Ich meine, vielleicht ist Christine in ihrer Arbeit nochmal ganz, ganz anders, als sie im TV ist. Allerdings stelle ich mir vor, man sieht sie dann als ihre Klienten im TV. Auch alles seltsam. Michael White. Guck mal, jetzt gehen sie sich schon duschen. Oh mein Gott, und den Frauen wird jetzt hinterhergepfiffen, weil sie in Unterwäsche da stehen. Ich krieg das kalte Kotzen. Also, wie lange ist jetzt diese Regelerklärung her und wie schnell kann man sich daneben benehmen? Unglaublich. Pfeifen ist es. Cat-Talking, ne? Das heißt, Christine, wir wollten nochmal betonen, wir haben nicht auf deinen Arsch geguckt oder irgendwas, ja? Pfeifen ist Cat-Talking. Pfeifen ist Cat-Talking. Catcalling meint er wahrscheinlich, aber in seiner Welt reicht auch Cat-Talking. Er redet halt eher mit den Katzen, als dass er sie ruft. So. Kannst du auch langsam echt übertreiben. Das ist doch ein Kompliment, so. So. So, hey. In Köln pfeifen wir immer die Bauarbeiter hinterher. Oh mein Gott, ich hasse dieses, man kann es auch langsam übertreiben. Es ist einfach sexuelle Belästigung. Wenn du einfach ganz normal durch die Gegend gehst oder ganz normal irgendwas Unsexuelles machen möchtest und irgendein Mann sich direkt rausnimmt, hey, du geile Schnitte, du hast mich jetzt gerade irgendwie angeturnt. Oh mein Gott, das ist richtig hot. Das ist einfach grenzüberschreitend. Warum rafft man sowas nicht? Was würde deine Mutter jetzt sagen? Reality wird ja auch immer schwieriger. Okay, jetzt muss man schon aufpassen, was man sagt und dies, das. Aber klar, dass man mal vielleicht ein bisschen einen sexistischen Spruch bringt. Ja, und da geht auch die Welt nicht unter. Gehört ja auch irgendwie zum Leben dazu, ne? Gut, dann wissen wir jetzt auch schon mal, warum Patrick da ist. Freut uns. Patrick. Dich erwartet heute deine Runde der Schande. Was? Wollt ihr mich verarschen? Was? Heute schon? Ja, heute schon. Olivia wird kommen und Patrick den Kopf waschen. Oh yes. Yvonne. Auch dich erwartet heute deine Runde der Schande. Die Unwichtige also auch noch. Juhu. Ja, ihr beherrscht die Presse seit Januar alle drei, ne? Aber geht dir das auf den Sack oder? Ich finde es jetzt langsam unangenehm, also weil sie hört ja nicht auf, ne? Aber du bist mittlerweile ein bisschen aus der Schusslinie, oder? Warte, was? Seit Januar beherrschen sie die Presse? Also was für Presse verfolgen die bitte? Man hat es im Januar, finde ich, ein bisschen mitbekommen, dass Yvonne Wölke und Peter Klein während des Dschungelcamps ein bisschen angebandet haben. Und dann gab es noch einen Cut und es hat nie wieder irgendjemand gejuckt, oder? Also vielleicht erzählen sie dauernd irgendwas auf Instagram und keiner will das wissen und man bauscht das ein bisschen auf, aber juckt das wirklich jemanden? Nein. Ja, aber warum muss man es denn in der Öffentlichkeit machen? Mal ganz ehrlich. Ja, weil man dadurch Geld verdient. Nee, nicht. Wahrscheinlich, weil es öffentlich mit dem Dschungel auch rauskam, alles. Ja, aber was kam denn da raus während des Dschungels? Das Thema, das rauskam. Na, sie hat's doch gemacht. Iris Klein hat das alles aufgebauscht und die arme Yvonne musste jetzt drunter leiden und ist in dieses TV-Format reingegangen, was sie gar nicht wollte. Genau. Ich habe das nie verfolgt, weil ich das so dumm fand. Ja. Und die wurden gerade so, Girl, du redest hier gerade von einer Erfolgsgeschichte, weißt du das? Und das findest du dumm? Danke für gar nichts. Naja, viel geschehen ist tatsächlich nicht mehr und Patrick durfte dann irgendwann zu Olivia und sich natürlich jetzt eine Abreibung abholen. Toll. Und wie er da am Anfang lächelnd sitzt, Olivia nichts sagt und er so, soll ich nicht lächeln? Ist es okay, ich bin traurig. Ich bin sehr traurig. Wahrscheinlich um die Szenen aus dem Sommerhaus gehen. Mein Verhalten vor allem gegenüber meiner ehemaligen Partnerin. Das war jetzt die Kurzform, würde ich sagen. Ich habe aber eine gute Nachricht für dich. Wir können das alles noch mal ganz in Ruhe aufarbeiten. Weil wir alle Szenen zusammengeschnitten haben auf diesem Bildschirm. Und wir gucken uns jetzt an, wie kacke du bist. Ja! Sowas sein? Dumm. Schon wieder dumm einfach. Da hatte er sie im Sommerhaus ein bisschen entblößt, die Hose hochgezogen, damit jeder ihren Arsch sehen konnte. Es war ein bisschen übergreifend. Und da frage ich mich gerade so, ja, aber wie cool ist es jetzt, als Promi-Bösen dahin zu gehen und zu sagen, hey, guck mal, was du deiner Freundin da angetan hast. Du hast sie entblößt und das wollte sie nicht. Und sie zeigen genau diese Szene nochmal. Also, ist das nicht die übelste Doppelmoral? Das ist doch auch ein bisschen dumm. Dann stehst du halt vorm Spiegel und sagst, ich habe überall Zellulite. Wenn man halt auch keinen Sport mehr macht, von was soll es denn straff werden?
Und ich liebe es sogar tatsächlich, wie sich sogar jetzt Fernsehsendungen an den YouTube-Videos von YouTubern bedienen, um Material zu kriegen. Sehr witzig. Bin natürlich auch ein, ja, vielleicht auch ein bisschen, manchmal ein bisschen frech. Ja. Du vergleichst sie mit dem Auto, grapschst sie einfach an. Ja, und das ist für Patrick ein bisschen frech. Der ist einfach schon Schlinge, der Junge. Ungefähr so stellt er es dar. Patrick soll natürlich jetzt aber trotzdem die gesamten Gefühle von Antonia mal kurz aussprechen, verbalisieren, damit er weiß und zeigen kann, ob er sich in sie hineinfühlen kann. Und Patrick haut dann alles raus. Jetzt bin ich aber mal gespannt. Antonia, die war sicher traurig in dem Moment. Ja, sie war sicher voll traurig. Gut, Patrick, da hast du ja alles wirklich rausgehauen, was ging. Als ob er so ein Fünfjähriger wäre, das ist die einzige Emotion, die er gerade kennt, was Negatives ist. Schön. Tatsächlich hat ja Patrick aber im Sommerhaus Antonia sehr bloßgestellt. Also er hat sie niedergemacht, er hat über sie hergezogen, er hat, wenn sie irgendwas angemerkt hat, sie fertig gemacht. Und das wurde auch immer wieder näher beschrieben. Ohne Rücksicht auf Verluste plauderst du Intimitäten aus. Und irgendwie versucht Olivia dann irgendwas klarzumachen und ich weiß nicht, ob da irgendwas ankommt. Er immer so, ja, kann sein. Kann hier nur gewinnen, wenn man auch mal sich zwingt. Aber Schatz. Ich habe das Gefühl, du hast dich in deinem Leben noch nie gezwungen für irgendwas. Wenn wir verlieren, ist es meine Schuld. Ich kann halt nichts. Ja, und die Frage ist doch, warum? Oh Gott, und das war noch so schlimm, als Szene im Sommerhaus. Und ich glaube, das Problem gerade ist, man hat das Sommerhaus geguckt, es ist vorbei und man freut sich, sowas nie wieder sehen zu müssen von denen. Und dann guckt man eigentlich das Promi-Büß und sieht die ganzen Szenen nochmal. Ha, schwer. Ich will halt auch einen Partner, auf den ich mich halt auch mal einfach auch mal anlehnen kann. Ja, und das konnte Antonia ihm nicht geben und deswegen konnte er sie dann ein bisschen niedermachen. Also eigentlich war Patrick das Opfer dieser Beziehung. Ja, nee, ist klar. Geht's bei Partnerschaft nicht auch um Respekt? Klar. Ja, irgendwie schon. So ein bisschen. Jetzt, wo du es sagst, habe ich vorher nicht drüber nachgedacht. Wenn Antonia das mit mir gemacht hätte, ich hätte mich auch geärgert gefühlt, aber ich teile gern aus, aber ich kann auch super einstecken. So. Ah, und weil Patrick das so sieht und auch super einstecken kann, kann er auch natürlich andere ärgern. So ist das nämlich erlaubt. Leute, denkt immer dran. Das Geweine, das bringt doch keinem von uns was. Schatz, wenn du seit 3 Stunden auf mich einredest, was denkst du denn? Wenn ich lache, ist es falsch. Wenn ich weine, ist es falsch. Was soll ich denn machen, Mann? Soll ich dir mal was sagen? Achtung, siehst du, jetzt bist du wieder überfordert. Jetzt kann ich wieder. Das ist jetzt nämlich die Situation in einem Spiel. Da kann man plötzlich nicht mehr mit dir reden. Oh Gott, das ist auch ein bisschen weird, dass alle das nochmal auch sich angucken können. Also, manche Leute wissen ja vielleicht gar nicht, was Patrick im Sommerhaus gemacht hat und sehen das jetzt auch zum ersten Mal. Und irgendwie ist das ja von der Gruppendynamik auch sehr interessant. Aber ja, Patrick hat immer auf Antonia eingeredet. Sie hat gelacht und es war nicht gut genug. Sie hat geweint und der war so: oh, warum bist du so schwach? Unschön alles. Oh mein Gott, und warum guckt er so ein bisschen stolz? Also das ist ja nicht Ekel, den er jetzt gerade selber empfindet, wie wir alle den empfunden haben, als er auf Antonias Rücken rumgeklettert ist, sondern so, yes, wir haben damit gewonnen, war gut. War in dem Moment war ich einfach dann irgendwann mal so abgestumpft, weil wenn jemand halt nur noch weint, dann... Patrick, was stimmt da bei dir nicht? Und was ist das eigentlich für eine Aussage? Also stell dir mal vor, deine Freundin weint nur noch, weil sie einfach komplett fertig ist. Du merkst, sie bricht einfach zusammen und kann diese ganze Last nicht mehr tragen, die du ihr aufbürdest. Und es wird immer schlimmer und sie ist komplett am Ende. Und du so, ja, wenn sie nur noch weint, kann man das auch nicht ernst nehmen. Gut, cool, schön. Er ist so Hammer. Er ist so ein lieber Hammermann. Du übst sogar psychische Gewalt aus. Das Bild, wie du von Ehrgeiz zerfressen auf ihrem Rücken stehst, da spricht Benny. Definitiv. Und Patrick so, ja, Mensch, passiert den Besten. Wirklich, wirklich, Leute. Und irgendwie, ich spüre da nicht großes Büßen. Ich spüre auch, also er hört sich das jetzt gerade nicht gerne an, weil er jetzt irgendwie zum Täter gemacht wird und es also aus seiner Sicht zum Täter gemacht wird und nicht der Täter ist. Und er ist so, ja, komm. Finde ich jetzt doof und unangenehme Situation. Aber nicht, weil er merkt und beschämt ist, sondern einfach, weil er angegriffen wird. Wenn alle so wären wie du, Patrick, wir wären alle am Arsch. Ich kann nur sagen, viel Spaß im Alter, mein Lieber. Wenn du schwach wirst oder krank. Und dann sich Leute um dich kümmern müssen und du auf andere angewiesen bist, weil du nicht mehr so performen kannst, wie du solltest. Das stimmt allerdings schon. Und Patrick versteht es vielleicht irgendwann ein bisschen. Weißt du ja, gibt es eine symbolische Buße. Und damit du wenigstens ein bisschen verstehst,
wie es ist, wenn man nicht mehr der starke Mann ist, bekommst du von mir ein Handicap. Die nächsten 24 Stunden wirst du diese wunderschönen Handschuhe tragen. Oh, der muss sich das Lachen echt verkneifen. Oh Gott, wie schlimm. Aber ja, er hat jetzt diese Handschuhe, mit denen er nichts greifen kann, nichts machen kann. Alle müssen ihm die ganze Zeit helfen. Toll, das ist jetzt also seine Aufgabe und seine Bestrafung. Ein bisschen witzig schon, aber hat das Büßen jetzt irgendwas gebracht? Also da habe ich nichts gefühlt gerade. Problem war einfach, dass ich diesen Ehrgeiz auf meine Partnerin übertragen wollte, die das aber halt nicht umsetzen konnte. Und ich muss einfach akzeptieren, dass es halt Menschen gibt, die halt nicht das so abrufen können, sage ich jetzt einfach. Ich muss akzeptieren, dass es Menschen gibt, die nicht so geil sind wie ich. Mann, doof. Ja gut, hoffentlich hat jetzt aber die Gruppe nochmal gesehen, was Patrick alles Schlimmes gemacht hat und drückt ihn vielleicht auch nochmal ein bisschen wach. Du warst echt teilweise ein Arsch, richtig, ja, ne? Manchmal schon mal auf den Arsch, ne? Ja, okay, oder man bandet euch als Gruppe wieder an und lacht ein bisschen. Haha, war es schon ein bisschen doof, hihihi, ist ja nicht so schlimm, jetzt ist es vorbei. Ja, also man sollte ihn natürlich jetzt nicht ausgrenzen oder so ein Kram, aber man sollte ja trotzdem mehr nochmal symbolisieren, ey, das war schon echt erschreckend scheiße, weil so wirkt es ja nochmal weniger als eh schon. Ach Gott. Gut, bevor es allerdings zum nächsten Büßen kommt, hatten die Kandidaten dann die gute Idee, einen Heizofen anzumachen, damit es wenigstens im Schlafraum ein bisschen wärmer wird für die Nacht. Und Christine hat Panik. Christine denkt sich so, wir werden alle sterben mit diesem Heizofen. Das geht gar nicht. Vollgestickt, das macht auch schon. Aber jetzt geht doch gerade in dem Moment keiner schlafen, dann bleibt es auf. Ich möchte aber nicht in so einem komischen CO2-Stickstoff schlafen. Aber ich will dir was sagen. Das bin ich aber nicht die Einzige mit der Meinung. Ey, ich habe keinen Bock, direkt am ersten Abend auszuflippen. Ich möchte mich relaxen. Sag einfach gar nichts. Das ist das Motto von allen dort. Ich versuche, hier Konflikte zu vermeiden, weil ich sonst ausraste. Ja, einen Tag werden sie es schaffen. Ganz bestimmt nicht. Ey, ich schwör's dir, ich habe gar keinen Bock, dass ich hier ausrasten werde, weil irgend so eine kleine Göre der Meinung ist, sie kann hier irgendwelche Ansagen machen. Okay, und Licha muss sich auch zusammenreißen, weil es gibt jetzt Team A, die so einen Heizofen anmachen möchte, damit es wärmer wird. Und Team B, Christine, die das nicht möchte. Und da, es wird eine kleine Diskussion daraus. Wäre sie zu uns gekommen und hätte ganz normal gesagt, Licha, Dani, seid mir nicht böse, aber es ist mir unangenehm, wenn wir jetzt hier heizen, weil es wird stinken oder ich habe Angst, dass wir alle sterben. Dann hätte ich kurz drüber gelacht und hätte gesagt, Leute, komm, macht das Ding aus. Aber direkt in so einem bestimmenden Ton, als wäre sie unsere Mutter. Da möchte man das natürlich nicht machen. Und man kennt Christines Stimme, die ist ja so, nein, so machen wir es nicht, ich habe keinen Bock. Ich kann Christines Stimme nicht nachmachen, das war jetzt einfach eine super zero schlechte Impression. Aber es geht dann weiter in die Diskussion. Jetzt komm mal rein und guck es dir mal an, ob deine Hitze ist. Er hat ja gesagt, wir können ihn anmachen abends immer. Aber nicht zum Schlafen. Nein. Wir wollen es doch gar wir nicht zum Wir sind aber schlafen. Alle so, warum sind aber die alle nicht drin? Ich bin nicht die Einzige. Nicht mehr schreien, ich bin nicht die Einzige. Okay, und das hat ja wieder wunderbar funktioniert. Ja, sie schreien sich ein bisschen mehr an. Licha möchte versuchen, den Kompromiss zu finden. Hey, geh doch mal rein, guck, wie schlimm es für dich ist. Wir wollen es gar nicht mehr Nacht anmachen, bla bla. Aber Christine weigert sich natürlich wieder partout und das bringt dann auch gar nichts. Als sich dann das nächste Büßen ankündigt, versammeln sich dann allerdings auch alle wieder drinnen und es kommt zu Missverständnissen. Macht es ja, weil sie darauf wartet, deswegen kackt drauf. Also. Wer ist das? Ja, genau. Wer bist du? Ja, dann sag's mir ins Gesicht. Schatz, wir reden gerade gar nicht über dich, Alter. Komm mal runter jetzt. Wir reden über eine Temptation-Verführerin. Okay, und man ahnt schon, dass es auf jeden Fall noch krachen muss. Also es ist ja bis jetzt einfach noch ein netter Smalltalk, den die da alle führen. Ne? Also für deren Verhältnis, das bedeutet, es wird doch richtig schlimm. Schrei doch nicht so rum. Es reicht jetzt, Steffen, halt die Fresse. Halt du deine Fresse. Alter, wer bist du denn? Was bildest du dir ein? Was bildest du dir ein? Was bildest du dir ein, mit halt die Fresse, hä? Oh Gott, es war nur ein halt die Fresse. Also ja, es geht definitiv netter, aber es ist so, was ist das für eine Reaktion? Warum kann man da, warum springt man so schnell auf sowas an? Was ist da los? Und wenn dann irgendwas nicht so klappt, wie ich das will, dann raste ich aus. Bist du nur asoziale Ja, definitiv mal. Und dann hat Steffen so richtig hart beleidigt, dass es, ich weiß nicht genau, was er gesagt hat. Das wurde hart weggepiept, keine Ahnung, aber gute Freunde sind es definitiv da alle nicht. Nee. Damit es nicht gleich auch in der Runde der Schande knallt, gibt's für Yvonne noch Mikes kleines Buße-ABC. Zeig dich mal von der Seite, wie man dich mag. Mach dich mal sympathisch. Und wenn es einen Menschen gibt, der anderen Leuten ein Coaching geben sollte, wie man sich sympathisch darstellt, dann ist es ja wohl Mike Zies, ne? Boah, danke für deine Tipps. Er war aber wirklich so, Yvonne, wenn du da reingehst, schieb nicht alle Schuld von dir. Versuch nicht immer zu sagen, hey, achtet mal bitte auf mich, das will keiner hören. Und sie so, got it, ich hab's gecheckt, kriegen wir hin. Ja.
Also ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wozu ich mich entschuldigen sollte. Oh mein Gott, und da haben wir die nächste Prominente, die bei Promi-Büßen ist und sich keiner schon bewusst ist, ist doch alles fein. Yvonne, mein Hase, schön, dass du da bist. Ja, vielen Dank. Endlich hat's mal geklappt. Ja. Du scheinst ja dringend büßen zu wollen. Mhm. Dein Management hat bei uns schon ein paar Mal angerufen. Oh mein Gott, ist das gut. Oh Gott, ich liebe es, wenn die so geblamiert und outgecallt werden. Das ist ja mega witzig. Also Yvonne, so, was mache ich hier? Was soll das hier? Naja, sie haben mich halt angefragt. Nein, das Management wollte unbedingt Yvonne da reinpressen, weil Yvonne unbedingt ins Fernsehen will. Schade. Unangenehm. Jeden Tag ein neuer Akt, jeden Tag eine neue Wendung. Und das ist eigentlich auch ein bisschen auffällig, wenn man über die Geschichte nachdenkt, weil das bedeutet ja eigentlich wirklich, wenn jetzt sofort was Neues passiert ist und es damals immer rausgekommen ist, dann war es doch auch ein bisschen Absicht, ne? Peter Klein, soll Iris Klein mit dir, Yvonne, im Versace Hotel, also das Hotel der Begleitpersonen, der Dschungelcamp-Kandidaten, betrogen haben und das ist alles rausgekommen. Und Yvonne so, ja, nee. Also, der Peter hat die Iris nicht betrogen mit mir. Wir haben uns einfach nur gut verstanden und sie hat es aber leider falsch verstanden und somit ist es alles in die Öffentlichkeit gegangen. Und dann ist jeden Tag eine neue Wendung passiert, es ist eskaliert und man fragt sich, wie, also wenn da nichts war zwischen euch, wie soll da irgendein Medienrummel passiert sein, der monatelang anhält? In welcher Welt, wenn man das nicht selber befeuert? Oh Gott. Jetzt wird es natürlich ein bisschen schwer, weil sich natürlich ganz viel Unmut natürlich aufgebaut hat, auch von meiner Seite, weil keiner hat sich mal gefragt, wie ich mich in der ganzen Sache gefühlt hat. Und tatsächlich hat sich auch herausgestellt, es hat keinen gejuckt, Yvonne. Also ich muss auch, glaube ich, sagen, also sie ist da jetzt eingezogen. Ich habe ja die ganze Folge gesehen. Ich kannte sie natürlich vorher nicht, weil sie komplett irrelevant war. Und sie ist einfach eine sehr langweilige Person. Also da ist jetzt nicht, also es gibt ja die Netten, es gibt die Coolen, die manche sind einfach nur sexy oder sind halt Problemleute, die da ja auch ganz viele sind. Gibt es ja in allen Formaten und Yvonne ist einfach nur da. Das ist mehr nicht. Also sie könnte auch, also wirklich, wenn sie weg ist, würde sich nichts ändern in der Sendung bisher. Wow. Das hat keiner kommen sehen. Iris Klein. Tada! Iris, mein Hallo, Hase. Olivia. Du siehst super aus. Und ich habe jetzt eine Live-Schalte gemacht beim Büßen mit Iris Klein. Oh mein Gott, die sind so witzig. Sie braucht einen Exorzisten, denn ich bin ja in ihrem Kopf. Sie redet ja seit einem halben Jahr von nichts anderem außer von mir. Sie redet ja auch die ganze Zeit über mich. Sie oh mein Gott, und ja, dieser Streit war dann ein. Du redest über mich. Nein, du redest über mich. Aber du redest über mich. Ich muss allerdings sagen, Iris Klein jetzt nochmal diese Bühne zu geben, ist jetzt auch wahrscheinlich nicht das Allerklügste, weil ich denke mir immer noch bei dieser Frau, man hätte ihr niemals ein Handy in die Hand drücken dürfen. Das war der größte Fehler überhaupt. Aber ja, sie haut dann auch wieder raus. Yvonne ist ja eine erfolglose Schauspielerin. Seit 20 Jahren versucht sie ja ins Fernsehen zu kommen. Hat sie ja jetzt erfolgreich geschafft. Das zweite Format durch mich. Happy Birthday! Und tatsächlich muss man ja auch sagen, wenn ihr jetzt seit 20 Jahren das versucht und dann es nur geschafft hat, weil sie die Affäre vom Ex-Mann, von der Mutter von geworden ist, ist es auch ein bisschen traurig. Vor allem heutzutage kann jeder Idiot im Fernsehen irgendwas erreichen und die bekannt werden. Also vor allem Trash-TV. Und selbst das hat Yvonne alleine nicht geschafft. Das sagt auch schon einiges aus. Sie hat 100.000 oder 150.000 Follower mehr durch mich. Und wie viel hast du, Follower, wie viel hast du dafür bekommen? Sie verdient auch durch uns Geld übrigens. Oh Gott, ey. Wer, was ist das? Also wirklich, das sind Frauen, die sind um die 50 oder so. Die labern jetzt so eine Kinderkacke. Also mein Mann sagt, er hat eine Beziehung mit ihr. Die dürfen sie aber nicht öffentlich machen, weil sie ja beide ins Dschungelcamp nächstes Jahr wollen. Oh mein Gott, bitte lasst sie nicht ins Dschungelcamp nächstes Jahr. Also das wird auch keiner sehen. Wahrscheinlich würden sie es aber durchziehen. Ach nee, RTL, was soll das dann bitte? Körperliche Nähe gab es bei euch nicht. Gab es keine. Ja, aber Iris, ich frage dich jetzt nochmal. Peter hat dir was anderes gesagt. Nein, hat er nicht. Woher willst du wissen, was Peter wirklich dann Iris in einem Zweiergespräch erzählt hat, Yvonne? Vor allem, warum sollte dein Mann behaupten, also warum sollte der Ehemann zu seiner Ehefrau sagen, ich habe dich betrogen körperlich mit dieser Frau. Warum? Das gibt ja gar keinen Sinn. Er war ja auch bei ihr auf dem Zimmer. Nein, war er nicht. Das ist eine totale Lüge. Er war bei ihr auf dem Zimmer. Nein, das stimmt nicht. Bitte das hat nicht er auch nie so gesagt. Also, hat er zugegeben. Nein, hat ist er jetzt nicht hier so mal gesagt. Ruhe, Moment. Oh Gott, das war einfach nur unangenehm und sah da so zu und war so, hä? Warum?
Why? Ich provoziere nicht. Wer macht denn mich nach in den ganzen Storys? Und wer beleidigt mich denn in den ganzen Storys? So wichtig bist du nicht, du Mehlgesicht. So wichtig bist du nicht, du Mehlgesicht. Wow, wir kommen bei den Grundschulbeleidigungen an. Oh Gott, ist das soweit. Das ist ja eine Straftat. Du hast mir mal eine Sprachnachricht geschickt. Ja. Wow, ne, man zieht. Ich habe die Sprachnotiz von dir im Jahr 2022 erhalten. Und da wurde dann auch schon klar, dass sie nur Fame will? Oder was ist da passiert? Jetzt kommt, glaube ich, alles raus. Zu dem Zeitpunkt die Begleitperson von Janina Josefiani im Dschungelcamp. Ist das irgendwie Yvonne Zwölkes Hobby, Begleitperson von irgendwelchen Promis im Dschungelcamp zu sein? Weil sie selber, das ist auch wieder so, wenn du jedes Jahr im Dschungelcamp als Begleitperson bist, ist auch so ein bisschen, ich möchte gerne das Rampenlicht haben und bekommt es einfach nicht, oder? Ja. Hallo Olivia, ich bin's Yvonne. Sehr gerne würde ich auch in den Dschungel gehen. Aber bevor ich in den Dschungel gehe, möchte ich zu euch in die Show. Die Stunde danach. Ich würde mich so freuen, wenn ich noch irgendwie die Chance hätte, dabei zu sein. Weil man redet immer von den Stars, aber von den Begleitern irgendwie nie. Aber wen jucken denn auch die Begleiter? Warum werden die Begleiter denn niemals groß interviewt? Warum sind die Begleiter nicht im Rampenlicht? Weil ihr einfach die... Was ist das? Also das, da merkte man wirklich, sie möchte diese Aufmerksamkeit um jeden Preis. Allerdings, ich muss auch kurz zugeben, ich habe jetzt irgendwas Heftigeres erwartet bei dieser Sprachnachricht, weil es hat eigentlich nur ein bisschen unterstrichen, was wir alle schon vorher wussten. Ich habe so viel Scheiße gefressen, dann möchte ich auch ein bisschen was Positives abhaben, ganz ehrlich. Ah, und deswegen hat sie sich jetzt ins Rampenlicht geschoben. Und ich muss sagen, an sich ist es ja nichts Verwerfliches, berühmt zu werden, aber es ist halt so, sie hat irgendwie die Ehe... Natürlich ist Peter Klein mehr schuld, finde ich, immer noch, weil er hier in der Ehe war. Aber sie hat es darauf angelegt, die Ehe von jemandem kaputt zu machen, um berühmt zu werden. Und es ist so, was soll das? Ich weiß schon, ja, dass es ein bisschen asozial ist. Als das öffentliche Interesse verloren geht, da tust du alles, um eure Story am Leben zu erhalten. Ja, und tatsächlich versucht sie es immer mit Reanimationsmaßnahmen, weil bei mir ist da nichts mehr angekommen. Könnt ihr mal bitte in die Kommentare schreiben, ob ihr da noch irgendwas von mitbekommen habt seit Februar, also seitdem das Dschungelcamp vorbei ist? Weil ich glaube, niemand hat das, oder? Du retuschierst auf einem Foto eine Person heraus. Es könnte sich dabei, ja, um Peter Klein handeln, aber es ist nur Dr. Bob. Ja, und sie hat immer wieder versucht, Anspielungen zu machen, um in die Presse zu kommen. Und das ist halt so eine billige Masche. Und ich verstehe auch nicht, dass viele Leute sich denken, oh mein Gott, diesen Gossip will ich mir reinziehen. Also das geht voll an mir vorbei, wirklich. Also wenn ich auch mit dieser Person jetzt in dieser Folge fertig bin, denke ich so, ja, schon wieder alles vergessen, weil sie komplett irrelevant ist. Und natürlich werden immer fleißig die Boulevardmagazine markiert, damit keine Story verloren geht. Das ist auch noch mal ein bisschen traurig. Aber trotzdem, Boulevardmagazine reagieren ja darauf und machen dann auch eine Story daraus oder posten daraus was. Und das ist ja so, also so ein Gegen... Also der ganze Boulevardkram und diese ganze Trash-Sachen seit den sozialen Medien ist noch mal so viel schlimmer geworden. Früher war es, man hat kleine Häppchen bekommen, war so, ah ja, ist ja interessant. Aber jetzt ist es alles, oh Gott, einfach eine riesengroße Blase, die irgendwann hoffentlich auch platzen wird. Du wirst bis morgen Mittag 30.000 Schritte laufen, und weil du so auf die Extrameile stehst, gibt's von der Mutti noch 2.000 drauf. Das ist ihre Buße, bis mittags 32.000, also vielleicht ist so ein Bußgang halt, ist ja schon eine nette Buße, aber bis mittags, ja, viel Spaß. Dann macht jetzt mal Buße, ey. Dankeschön. Ja, das ist jetzt meine Bestrafung für den ganzen Tag. Und seine Bestrafung ist an sich, dass alle anderen ihn bedienen dürfen. Auch toll. Und Yvonne Wölke mit dem Bußgang bewegt die ganze Zeit nur ihre Arme, damit die Schrittzähler besser zählen. Wow, toll. Wie viele hast du? Hier. Ich muss noch 28. 1000. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass ich es bis Mittag schaffen kann. Ja, vor allem, wenn sie morgens erst 4.000 Schritte hat. Also ich hatte abends ja schon mal richtig losgelegt. Aber nein, da ist nicht mehr viel passiert. Toll, Yvonne. Sie hat es geschafft. Was auf deinem Schrittzähler steht. 28.183. Wenn 4.000 Schritte nur gefehlt haben,
dann hat man nicht alles gegeben. Definitiv. Das ist immer im Leben so. Das ist eigentlich auch quasi mein Motto und das ist auch einfach eine Lebensweisheit. Danke dafür, Erik. Aber man muss auch dazu sagen, dafür, dass Yvonne Wölke hart geschummelt hat bei diesem Schrittzähler, trotzdem es nicht geschafft zu haben, ist ein bisschen erbärmlich. Aber jetzt werden alle bestraft. Verabschiedet euch bis zum Ende eures Aufenthaltes von Kaffee. Sorry. Das wollte ich nicht. Mensch, ich habe wirklich mir größte Mühe gegeben. Sorry, wirklich. Ja, viel Spaß ohne Kaffee. So, mir wär's egal, ich trinke eh keinen Kaffee. Kurz darauf gibt es allerdings auch nochmal ein richtig witziges Spiel, was die Kandidaten spielen dürfen. Und ja, da müssen sie direkt nochmal ran. Heute müsst ihr Dosen stapeln. Die Dosen müsst ihr über einen schmalen Balken tragen. Dabei darf das andere Team euch aber mit Sandsäcken abwerfen. Und wenn die dann im Wasser landen, dürfen die Dosen nicht auf die andere Seite bringen. Und wer am meisten Dosen auf der anderen Seite hat, gewinnt. Ja, viel Spaß. Das ist Sparta! Ich will jetzt nichts sagen, aber das war definitiv ein sehr kurzes Sparta. Ja, tatsächlich geht das ganze Spiel so ab. Also die Leute wurden von den Sandsäcken getroffen, sind ins Wasser gefallen, manche haben die Dosen rübergebracht, das andere Team hat das dann auch nochmal so gemacht. Es war wirklich super langweilig. Normalerweise bin ich so, yes, die Spiele, aber da war ich so, aha, holt mich nicht ab. Und deswegen überspringen wir das, irgendjemand hat gewonnen und das andere wird bestraft. Eure Bestrafung ist es, bis auf Weiteres euer eigenes Päckchen zu tragen. Oha. Und das natürlich im wahrsten Sinne des Wortes. Und das ist immer witzig. So ist es. Strafpakete gefüllt mit Sand. Denn die Schuld wiegt schwer. Manche Leute sind einfach grausam. Deswegen müssen Dani, Leon, Christine, Erik, ach, ist eigentlich auch egal. Die müssen jetzt die ganze Zeit das Paket rumtragen und dürfen sich ihr Leben erfreuen. Und während sie diese Strafe aussitzen und gemeinsam da rumchillen im Promi-Büßen-Bunker, kommt dann am Abend noch jemand überraschend vorbei. Da kommt jemand! Ich hab gehört, das Beste kommt zum Schluss. Und alle haben pure Freude ins Gesicht getackert. Amy Russ? Na toll. Ja, und die ist jetzt auch noch durch den Promi-Büßen eingezogen. Wir dürfen uns erfreuen, dass sie da ist, weil sie hat auch einiges zu büßen, weil sie auch super anstrengend ist. Ja, und irgendwie, mir fehlt noch ein bisschen die Dynamik, glaube ich, in dieser Sendung, wo die Leute miteinander mehr reden, mehr streiten, also untereinander, wie sie agieren, weil das ist in dieser Folge sehr kurz gekommen, finde ich. Vielleicht ist es passiert in der zweiten, dritten noch mehr, weil da hatten wir jetzt auch sehr viel Kennenlernen und Büßen in der Folge gehabt. Wir bleiben gespannt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Ansonsten schreibt mir Gedanken in die Kommentare. Ihr könnt einfach so draufklicken und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.